Meine Damen und Herren, ich darf Sie jetzt ganz herzlich zu unserem Podiumgespräch begrüßen. Der Höhepunkt, einer der Höhepunkte dieses Verbandstages, der nachmittägliche Höhepunkt dieses Verbandstages. Ich darf ganz herzlich in dieser Runde begrüßen, ich mache es von innen nach außen von mir aus betrachtet, Herrn Dirk Niebel, Generalsekretär der FDP. Herzlich willkommen, Herr Niebel. Herr Ralf Brauchsiepe, arbeitsmarktpolitischer Experte der CDU-CSU-Fraktion und, wenn ich richtig informiert bin, stellvertretender Vorsitzender der CDA. Ist das richtig? Herzlich willkommen. Von der SPD, Frau Bundesministerin Ulla Schmidt, ganz herzlich willkommen. Frau Katja Kipping, sozialpolitische Sprecherin der Fraktion der Linken im Deutschen Bundestag und auch stellvertretende Bundesvorsitzende. Nicht zuletzt danken wir dem parlamentarischen Geschäftsführer der Grünen im Deutschen Bundestag, Herrn Volker Beck. Herzlich willkommen, Sie alle miteinander. Der Paritätische hat keine Forderungen gestellt zu diesen Wahlen, sondern in dem Papier, was wir herausgegeben haben, haben wir Prinzipien aufgeworfen, die uns wichtig sind, von denen wir denken, dass sie für diese Gesellschaft wichtig sind. Und wir haben geschaut, finden wir diese Prinzipien eigentlich in dieser Bundesrepublik heute wieder? Und genau mit diesen Fragen wollten wir heute Sie konfrontieren und von Ihnen wissen, wie gerecht geht es Ihrer Ansicht nach eigentlich in Deutschland zu? Wie gerecht sollte es zugehen? Und das Zweite, was für uns außerordentlich wichtig ist, haben Menschen bei uns in Deutschland eigentlich selbstverständlich Teilhabe? Teilhabe auf Augenhöhen, dort, wo sie diese Teilhabe haben wollen. Das sind die Fragen, die uns leiten sollen in dieser Diskussion. Und ich denke, eine, die es wissen muss, ist Frau Bundesministerin Schmidt. Sie sind seit 2001 bereits in der Bundesregierung. Und deswegen meine ganz schlichte Frage, ist es seitdem eigentlich gerechter geworden in Deutschland? Das ist eine schwierige Frage, weil ich glaube, die Rechtsgrundlagen sind das eine und die Umsetzung der Gerechtigkeit auch im Einzelfall sind immer die andere Aufgabe, weil sehr viele daran beteiligt sind. Gerechtigkeit herzustellen, dass jeder Einzelne das Gefühl hat und den Anspruch hat auf Teilhabe, ist etwas, was unser Ziel ist. Wenn ich mir anschaue, jetzt im Gesundheitsbereich, weil Sie das auch angesprochen haben, dann treibt das mich um, dass 140.000 Kinder eines jeden Jahrgangs schlechtere Chancen haben, gesundheitlich gut aufzuwachsen als andere. Und zwar nicht, weil sie krank geboren sind, sondern weil das soziale Umfeld ist und weil sie aus Zuwandererfamilien kommen. Und wir wissen, dass eben Kinder, die nicht gesund sind, schlechter lernen und dass Kinder, die schlechter lernen, schlechter einen Abschluss haben. Und dann sehe ich das bis ins Alter hinein. Wenn ich heute sehe, wer hat denn Chancen auf das vierte gute Alter, da sind das nicht die, die schon schlechte Erwerbs- und Gesundheitsbiografien hatten in der Jugend. Und da anzusehen mit allen Kräften, da ist eine ganze Menge passiert. Aber wir können nicht sagen, dass wir in Deutschland es geschafft hätten, dass wirklich die Investitionen in jedes einzelne Kind, so dass es wirklich Chancen hat und Teilhabe so sehr wie es geht, auch umsetzen kann, die haben wir nicht gemacht. Und die sind noch nicht so, wie ich mir das auch wünsche und wie wir das auch mit einer gemeinsamen Kraftanstrengung eigentlich zwischen Bund, Ländern und Kommunen auf den Weg bringen müssen. Insofern, wir haben vieles klar gemacht. Wir haben heute Versicherungsschutz für alle. Wir haben vieles, was die Teilhabe nimmt, gerade im Gesundheitswesen, im Bereich Rehabilitation ohne Altersgrenzen, Rechtsanspruch darauf. Die Frage, wie werden Angebote ausgebaut? Was machen wir im Bereich, dass jeder so lange wie möglich mit so viel Würde wie möglich zu Hause selbstständig leben können? Das Gesetze ist das eine. Da haben wir vieles getan. Die Umsetzung in der Praxis, da treffe ich selbst und jeder andere von uns in jeder Region immer wieder auf Dinge, die eigentlich so nicht sind, wie sie der Gesetzgeber will, aber die eben auch viel Kraft von uns allen, auch mit den Sozialverbänden brauchen, damit wir diesen Anspruch auf Teilhabe umsetzen können.
Ich will mal ganz kurz bei Ihrem Ressort bleiben. Der Paritätische hat ja etwa das Pflegeweiterentwicklungsgesetz außerordentlich begrüßt. Auch Dinge wie etwa einen Risikostrukturausgleich halten wir für eine ganz wesentliche Maßnahme im Interesse von chronisch kranken Menschen gerade. Aber wenn wir uns auf der Finanzierungsseite anschauen, ist nicht zu übersehen, dass wir eine schleichende Mehrbelastung der Versicherten haben, dass die paritätische Finanzierung ausgehöhlt wird Schritt für Schritt und dass wir gerade mit Leistungseinschränkungen oder Zuzahlungen eine immer stärkere Belastung auch vom Patienten haben. Ist das gerecht? Nein, aber die Finanzierung des Gesundheitswesens, wenn man mich fragt, da ist die größte Ungerechtigkeit, dass wir den zweigeteilten Versichertenmarkt haben. Weil ich finde, dass alle in diesem Land sich zu gleichen Bedingungen an der Finanzierung beteiligen müssen und wir eine Situation brauchen, wo alle Risiken füreinander einstehen. Das ist die größte Ungerechtigkeit, weil in dem einen Bereich ist ja nicht nur so, dass nur ein bestimmter Teil der Menschen sich aussuchen kann, privat versichert zu werden, sondern die privaten Versicherungen sich die Versicherten auswählen können. Das ist eines der großen Probleme und vieles, was als ungerecht empfunden wird, auch in der Frage der Zweiklassen-Service mit Terminen, hängt damit zusammen, dass wir keine einheitliche Honorierung haben und einheitliche Strukturen für das, was medizinisch notwendig ist. Die andere Frage ist die, wie schaffen wir auf Dauer, dass ein Gesundheitswesen mit dem Anspruch, dass jeder auch an den Fortschritten der Medizin teilhaben kann, und zwar ohne Ansehen der Person, wie können wir das finanzieren? Und die paritätische Finanzierung ist das eine. Da ging es immer um die Diskussion Lohnnebenkosten. Wir haben immer Zuzahlungen gehabt, auch im Gesundheitswesen. Die sind im Übrigen seit einigen Jahren, seit 2004, nicht mehr erhöht worden. Weil wir bei der letzten Reform gesagt haben, das haben wir 2004 gemacht, das machen wir nicht nochmal. Und das andere ist, was wir jetzt versuchen, einen hohen Steueranteil. Wir haben es immerhin geschafft, jetzt in der letzten Legislaturperiode, dass ab 1.1. 11,8 Milliarden Euro über Steuermittel finanziert werden. Das sind 1,2% Beiträge, die nicht mehr als Kosten auf Lohn und Gehalt gehen, sondern über Steuermittel. Und das ist die ewige Diskussion darüber, wie kriegen wir eine gerechte Finanzierung hin. Man wird nie auch wahrscheinlich ohne Zuzahlungen auskommen. Da will ich überhaupt keine Illusionen machen. Man wird, was wir gerne hätten, auf Dauer, dass der Fonds paritätisch finanziert wird. Und die Frage, wie variieren die Krankenkassen dazwischen, da wird man immer ein Instrument haben müssen, um auch Krankenkassen zu zwingen. Ich habe jetzt lange genug Erfahrungen, mit dem Geld der Versicherten so umzugehen, dass sie wirklich darauf achten, dass jeder Euro möglichst zielgenau eingesetzt wird. Vielen Dank. Ich bin mir sicher, dass wir gleich noch darauf eingehen werden müssen, möchte aber vorher vielleicht Herrn Brauksieb über sein Spezialthema abholen, Arbeitsmarktpolitik. Sie haben letzte Woche in der Pressemeldung die Bilanz der CDU in der Arbeitsmarktpolitik außerordentlich gelobt und richtig ist ja auch, die Zahlen sprechen erstmal geben positive Signale, die Arbeitslosigkeit konnte, seit Sie mit in der Großen Koalition sind, um etwa 1,1 Millionen Arbeitslose gesenkt werden. Sie haben 1,4 Millionen zusätzliche Erwerbstätige hier in Deutschland. Das ist die eine Seite der Bilanz. Aber uns fragt sich natürlich, in der gleichen Zeit ist die Armut rapide angestiegen. Wir haben unter den Erwerbstätigen bereits eine Armutsquote von 12%. In der gleichen Zeit, also seit 2004, hat sich die Zahl derer, die auf Sozialhilfeniveau leben müssen, in Deutschland etwa verdoppelt. In der gleichen Zeit hat die Mittelschicht, wenn man es am Einkommen ist, in Deutschland spürbar abgenommen. Und die Frage, die sich uns stellt, natürlich, wenn Sie trotzdem eine so positive Bilanz ziehen, ist das der Effekt Ihres Slogans, sozial ist, was Arbeit schafft? Mehr Arbeit, aber auch mehr Armut? Nein, ganz sicher nicht. Es geht um Teilhabe, Gerechtigkeit. Wir als CDU und CSU haben ja bekanntermaßen keinen klassenkämpferischen Ansatz, sondern wir haben die Teilhabegesellschaft als unser Ziel. Und Teilhabe hat sehr viel mit Chancen am Arbeitsmarkt zu tun. Und da sind wir erfolgreich gewesen. Wie ich überhaupt finde, dass wir insgesamt eine erfolgreiche auch Sozialpolitik gemacht haben. Ich finde eigentlich auch, unsere Gesundheitspolitik war nicht so schlecht. Bei der Einführung des Fonds ist das ja mit Leistungsausweitungen einhergegangen. Palliativmedizin, Mutter, Vater, Kind, Kuren. Also ich wollte das eigentlich loben, fällt mir jetzt schwer, wenn die zuständige Ministerin selbst sagt, es war gar nicht so gut. Also lasse ich das mal jetzt außen vor und sage noch was zu dem Thema, zu dem Thema Arbeit. Wir haben in der Regierung Merkel jetzt rund 1 Million
zusätzliche Beschäftigungsverhältnisse. Die Arbeitslosigkeit um rund 1 Million reduziert, rund 1 Million zusätzliche Beschäftigungsverhältnisse gegenüber dem Zeitpunkt, als Angela Merkel ins Amt kam. Und natürlich sind dabei besser und schlechter bezahlte Stellen. Das ist völlig klar. Aber ich will auch an der Stelle mal deutlich sagen, was für mich entscheidend ist, unabhängig von Statistiken. Ich akzeptiere ja, dass es international vereinbarte Konventionen gibt, was Armut ist. Das hat ja immer was Relatives zu tun, relativ im Verhältnis zu Durchschnittseinkommen, zu Durchschnittslöhnen. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass man sagt, 2/3 eines Durchschnittslohns sind dann Niedriglohn. Das ist in Deutschland von 9,60 Euro abwärts. Also wenn ich mal die... In Westdeutschland richtig, von 9,60 Euro, so, ja, in Ostdeutschland 6,70 Euro. Ja, so, aber ich nehme jetzt mal das Beispiel, 9,60 Euro in Westdeutschland ist ein Niedriglohn in der Statistik. So, und wenn ich jetzt von einem Langzeitarbeitslosen ausgehe, der dann nach mehreren Jahren der Arbeitslosigkeit für 9,60 Euro Beschäftigung findet, dann kann ich sagen, von der Statistik, der Niedriglohnsektor hat zugenommen, wieder einen Niedriglöhner mehr. Ich finde es aber auch wichtig zu sagen, dass es einen Langzeitarbeitslosen weniger gibt und dass das gut für den Menschen und seine Lebenssituation und auch die Lebenssituation seiner Angehörigen ist. Das finde ich wird zu wenig betont und das finde ich, gehört zu dem Bild schon dazu. Also mir ist es wichtig, dass wir eine Durchlässigkeit haben. Und Sie sehen auch in dieser Zeit, wir haben heute immer noch mehr als 200.000 Arbeitslose, weniger als vor 2 Jahren, als im Boomjahr 2007. Insgesamt ist die Arbeitslosigkeit höher. Lassen Sie mich doch nur den einen Gedanken zu Ende fügen. Und wir haben heute weniger Langzeitarbeitslose noch als vor einem Jahr. Das stimmt. Das heißt, der Arbeitsmarkt ist auch in der Krise noch in Bewegung. Es gibt auch in der Krise Chancen für Arbeitslose zu mehr Beschäftigung und damit auch zur Teilhabe. Ich will das auch gar nicht kritisieren. Wir wollen nur verstehen, was die Parteien jeweils unter sozialer Gerechtigkeit und Teilhabe verstehen. Und das heißt, wenn wir heute nach Berechnung des DIW mittlerweile 22% Beschäftigte im Niedriglohnsektor haben, eine Zahl, die enorm gestiegen ist und weiter steigen wird nach allen Prognosen, dann ist das aus Ihrer Sicht so in Ordnung, wenn die Arbeitslosenzahl dafür abnimmt. Ich sage Ihnen noch mal was zu der Statistik. Nehmen Sie ein einfaches Beispiel. Wenn einer 1.000 hat und der andere hat 2.000, sollen Sie sagen, wer 50% oder weniger hat, ist arm. So, dann hat der 1.000 hat, dann nicht mehr 1.000, sondern 1.100. Und der mit 2.000 hat nicht mehr 2.000, sondern 2.300. Dann hat der mit 1.100 plötzlich weniger als die Hälfte, ist plötzlich arm, obwohl er 100 mehr hat als vorher. Deswegen sage ich, man soll diese Definition nicht so überbewerten. Es geht nicht darum, dass wir Arbeit schaffen um den Preis von Armut oder dass Arbeit arm macht. Arbeit macht auch nicht arm. Wer arbeitet, muss mehr haben als der weniger arbeitet. Und das ist ja bei uns auch so. Man kann über die Hinzuverdienstregelung dann diskutieren, ob es genügend ist, was man mehr hat. Aber jeder, auch der im Arbeitslosengeld II-Bezug ist, darf ja etwas von dem, was er hinzuverdient, auch behalten. Wir sind dafür, dass das beschäftigungsfreundlicher ausgestaltet wird. Aber in der Tendenz ist es ja so. Und deswegen sage ich, es ist nicht so, dass die Arbeit arm macht, sondern Arbeitslosigkeit ist das größte Armutsrisiko. Und dass wir über mehr Arbeit Menschen auch mehr Teilhabe ermöglichen, das, denke ich, ist unbestreitbar. Wir treten in der Tat nicht an und sagen, als Gesetzgeber sorgen wir für Reichtum für alle. Das ist uns zu einfach. Wir würden uns auch wünschen, dass jeder mehr hätte. Aber es geht natürlich auch um die Rahmenbedingungen und die haben auch was mit Wachstumspotenzialen zu tun, die wir heben wollen. Und darum haben wir uns ja jetzt auch durchaus verschuldet, um in dieser Krise wieder zu wirtschaftlicher Belebung zu kommen. Und es sieht so aus, dass wir auf diesem Weg sehr viel erfolgreicher sind als Nachbarländer und auch als uns viele Experten hier vorhergesagt haben. Mit dem Wunsch, Herr Niebel, dass wer arbeitet, auf jeden Fall mehr haben muss, als er nicht arbeitet, muss Herr Brauch Sie über ihn aus dem Herzen gesprochen haben, denn Ihr Vorsitzender hat ja am Wochenende, den hat ja die Frage der Gerechtigkeit richtig umgetrieben, indem er sagte, es gibt kein Recht auf staatlich bezahlte Faulheit. Und indem er dann weiterhin sagte, die Treffsicherheit des Sozialstaates muss größer werden. Nun wissen wir ja nun, Sie wissen es, die meisten hier im Saale wissen es, mit dem Missbrauch bei Hartz IV ist es im Grunde genommen so doll nicht bestellt. Selbst die Bundesagentur für Arbeit sagt, da wo wir Sperrzeiten verhängen müssen, ist es meist, ich formuliere es mal salopp, aus Schusseligkeit. Die Leute kommen nicht zu Terminen oder Ähnliches. Ist aber nicht so, dass die Mehrzahl sich vor Arbeit drücken würde. Was treibt Sie jetzt um, gerade ein solches Gerechtigkeitsproblem, was die meisten wahrscheinlich so gar nicht nachvollziehen können, an diesem Wochenende aufzumachen und hier versuchen, so in die Diskussion einzugreifen?
Also zunächst einmal bitte ich um Anerkennung meiner Selbstdisziplin, weder auf Frau Schmidt noch auf Herrn Brauksieper einzugehen. Vielleicht machen wir das ja gleich noch. Das würde mir einiges zu einfallen. Aber nichtsdestotrotz ist es tatsächlich so, dass wir mit einem Gesamtsozialbudget in Deutschland über alle Gebietskörperschaften von 758 Milliarden Euro doch immer noch zur Kenntnis nehmen müssen, dass es Kinderarmut gibt in Deutschland, dass bei den wirklich Bedürftigen nicht das ankommt, was man braucht, wenn ich nur an ein persönliches Budget im Behindertenbereich denke, dass ja in der Regel, dass ja eben noch die Ausnahme und nicht die Regel ist. Und das, was Guido Westerwelle gesagt hat, ist eine Binsenweisheit, die noch vor wenigen Jahren jeder redliche Sozialdemokrat übrigens unterschrieben hätte. Ich erinnere an den abgewählten Kanzler Gerhard Schröder, der gesagt hatte, es gebe kein Recht auf Faulheit. Er hat geirrt. In einer freien Gesellschaft gibt es ein Recht auf Faulheit. Es gibt nur nicht den Anspruch darauf, dass er von anderen finanziert wird. Und hier geht es, wissend, dass die meisten Arbeitssuchenden ausdrücklich einen Job haben wollen, um diejenigen, die das Klima für diese Arbeitssuchenden versauen. Die gibt es nämlich auch. Und Herr Westerwelle hat sich ausdrücklich bezogen in dem Interview auf bestimmte Nachmittagstalkshows, die es in bestimmten Fernsehsendern gibt, wo irgendwelche Arbeitslosengeld-II-Empfänger sich darüber auslassen, dass sie neben dem Arbeitslosengeld II schwarz arbeiten und dass diejenigen, die das durch ihre Steuern finanzieren, wirklich ziemlich bescheuert sein müssen. Und da hat er völlig zu Recht gesagt, dass man diesen Leuten nicht helfen soll. Ich glaube tatsächlich, dass diese missbräuchlichen Fälle, die es gibt, zum Glück nicht als Mehrheit, dass die mehr Schaden einrichten für Arbeitssuchende als jeder Arbeitsplatz, der nicht besetzt werden kann, weil die Qualifikation meinetwegen nicht stimmt. Und deswegen sage ich klipp und klar, wir brauchen ein Sozialsystem, das treffsicher ist, das Chancengerechtigkeit ermöglicht und Teilhabechancen eröffnet. Wir müssen aber auch völlig klar sagen, derjenige, der reich ist und Vermögen hat, braucht keine Unterstützung der Allgemeinheit. Deswegen gibt es Grenzen. Und derjenige, der nachhaltig Arbeit verweigert, kann auch nicht davon ausgehen, dass die Fleischerei-Fachverkäuferin mit ihren Steuergeldern ihn finanzieren soll. Ich glaube, das gehört zu der Gerechtigkeitsdiskussion ausdrücklich dazu, ist aber zugegeben, wenn Sie es nicht angesprochen hätten, ein absolutes Randthema unserer Programmatik. Man muss auch der Redlichkeit oder der Fairness halber sagen, in der Tat hat sich Herr Westerwelle auf Arbeitslose in Talkshows bezogen. Wenn man es vollständig zitiert, heißt es, ich finde es unerträglich, wenn manche in Talkshows erklären, sie leben vom Sozialstaat und arbeiteten schwarz und noch das Publikum dafür beschimpfen, dass es morgens aufsteht und zur Arbeit geht. Nur interessant ist auch, in welchem Kontext er dieses gesagt hat. Er hat nämlich eine Frage gestellt bekommen, es war in der Saarländischen Zeitung, und es hieß dort, Herr Westerwelle, wo werden Sie sparen im sozialen Bereich? Und diese Antwort kann man nur als glattes Ja nehmen. Ganz konkret, wo wird gespart werden? Ganz konkret haben wir mit unserem Steuerkonzept, das ein Gesamtvolumen von 30 bis 35 Milliarden umfasst, vorgerechnet, wo wir auch entsprechend finanzieren. Das können Sie, ich lade Sie ein, damit ich nicht mit allen Details langweile, unter www.deutschlandprogramm.de bitte gerne nachlesen. Sie haben vorhin völlig zu Recht angesprochen, die Mitte in Deutschland schrumpft. Das sagt nicht die FDP, sondern das sagt zum Beispiel die OECD. Während das verfügbare Einkommen der Deutschen 1986 im internationalen Vergleich noch auf Platz 8 gewesen ist, sind wir bis 2007 schon auf Platz 18 abgesackt. Das heißt, die Mitte schrumpft. Die Mitte als Klammer der Gesellschaft. Diejenigen, die dafür sorgen, dass die Gesellschaft in einem ausgewogenen Verhältnis weiter existieren kann. Und aus diesem Grund sagen wir, es ist dringend notwendig, dass man die Bürgerinnen und Bürger in der Mittelschicht entlastet. Das ist ausdrücklich nicht nur der Mittelstand im wirtschaftlichen Bereich, sondern auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Betrieben, die ganz normalen Leute mit ganz normalen Jobs und ganz normalen Einkünften, die sind völlig zu kurz gekommen. Und wir wollen das auch finanzieren. Erstmal ein Drittel aller Steuersenkungen, das hat ja die rot-grüne Regierung belegt, finanziert sich von selbst. Rot-Grün hat den Spitzensteuersatz gesenkt, hat einige Steuerentlastung mit der Unterstützung der FDP-Landesmitregierung in Rheinland-Pfalz auf den Weg gebracht und hat dadurch als Ergebnis gehabt, weit mehr Steuereinnahmen als in jeder Finanzplanung vorhergesehen gewesen, vor der Krise. Auch in der Zukunft wird es übrigens noch so sein, nach dem Finanzplan, nach der Steuerschätzung der Bundesregierung, trotz der zu erwartenden Mindereinnahmen gegenüber der vorherigen Steuerschätzung, wird in den kommenden 4 Jahren im Durchschnitt immer noch mit einer jährlichen Mehreinnahme von 41 Milliarden Euro im Verhältnis zu den vergangenen 4 Jahren gerechnet. 41 Milliarden im Jahr durchschnittlich ist kein Steuerloch, kein Finanzloch, sondern das ist ein weiteres Abkassieren bei den Bürgerinnen und Bürgern.
Wir wollen dafür sorgen, dass von dem Umsatzsteuerbetrug, übrigens eine einfache Steuer, eine niedrige Steuer, minimiert auch die Schwarzarbeit, die mit 350 Milliarden Euro im Volumen gerechnet wird. Und wenn wir nur 10% davon in die Legalität holen, würde wir unser gesamtes Konzept finanziert. Sie haben wenigstens zwei Beispiele, sonst heißt es, ich gebe Ihnen keine Antwort zur Gegenfinanzierung. Doch, ich bin zu im Bereich des Steuerbetruges, des Umsatzsteuerbetruges mit einem Volumen von 15 Milliarden Euro brauchen Sie nur eine einfache Rechtsänderung, indem Sie von der jetzigen Soll- zur sogenannten Ist-Besteuerung gehen, dass die Umsatzsteuer erst dann abgeführt und gezogen wird, wenn die Rechnung tatsächlich bezahlt wird. Das führt nach konservativen Schätzungen dazu, dass von den 15 Milliarden Umsatzsteuer, die dem Staat illegal vorenthalten werden, ungefähr 5 Milliarden wieder in die Haushaltskassen zurückkommen. Und ein letztes Beispiel im Bereich der Subventionen. Wenn ich ganz kurz vorher Frau Kipping eine Frage stellen darf. Darf ich das letzte Beispiel im Bereich der Subventionen anmerken? 615 Millionen nur für die Steinkohle in diesem Jahr und in den vergangenen in den 3 Jahren ist der Weltmarktpreis der Steinkohle um 15% gestiegen. Warum sollen wir dann die Subventionen nicht wenigstens um 15% kürzen? Es gibt eine Vielzahl von Gegenfinanzierungen. Frau Kipping, das mit der Faulheit hat uns natürlich alle am Wochenende rumgetrieben. Und sollten die Faulen eher die Linke wählen? Sie fordern in Ihrem Papier eine sanktionsfreie Mindestsicherung. Das heißt, eine Mindestsicherung bei Abschaffung aller Sanktionsparagraphen. Wenn ich es richtig verstehe, bekomme ich das Geld dann so oder so. Man kann mich höflich bitten, zur Arbeit zu gehen. Aber letztlich strafen kann man nicht. Habe ich das richtig verstanden? Denn dieser Paragraph ist dann weg, wenn Ihr Wahlprogramm umgesetzt wird. Ja, es gibt da tatsächlich zwischen den Ansichten der FDP und den Ansichten der Linken einen grundlegenden Unterschied. Wir als Linke sprechen uns eindeutig gegen eine Propaganda aus, die da heißt, es gibt kein Recht auf Faulheit, weil das ist eine ganz alte Geschichte. Auf diese Anti-Faulheitsdebatten oder die Beschwerden und das Hervorrufen und Beschwören von angeblichen Sozialbetrug ist in der Geschichte immer eins gefolgt, nämlich Sozialkürzungen, die dann breit gegriffen haben. Und insofern kriegen wir hier so ein bisschen den Vorgeschmack dafür, was uns nach der Bundestagswahl erwarten kann, wenn es die entsprechenden Mehrheiten gibt. Ich möchte ganz kurz die Position in meiner Partei darstellen. Wenn Sie ganz kurz vorher noch meine Frage beantworten. Also die Person, die Herr Westerwelle angesprochen hat und die dann jetzt im Fernsehen sitzt und sagt, ich werde auf keinen Fall arbeiten gehen, ich sitze hier im Fernsehen und da fühle ich mich wohl, der kriegt trotzdem Hartz IV. Sehe ich das richtig? Das Problem, was dort angesprochen wird, ist das Problem der Schwarzarbeit. Und wir sagen, natürlich muss man gegen Schwarzarbeit vorgehen, da gibt es strafrechtliche Methoden. Aber ich finde tatsächlich, dass wir gehen davon aus, dass es eine Mindestsicherung gibt, die das soziokulturelle Existenzminimum gewährleistet. Und nur weil ich nicht so schnell rede wie Herr Niebel, müssen Sie mich nicht häufig unterbrechen als Sie, Herr Schneider. Man muss sehen, wo man bleibt. Ja, ich glaube, wir diskutieren ja hier, damit wir alle Erkenntnisgewinn haben. Insofern nochmal zu unserer Position. Wir meinen, es geht um ein Existenzminimum. Und dieses Existenzminimum steht jedem Menschen zu, unabhängig davon, ob er sich auf eine Art und Weise verhält, die ich persönlich sympathisch finde oder nicht. Wir haben da eher einen grundrechtlichen Anspruch. Und ich kann das auch begründen aus der Praxis, was heutzutage mit dem Sanktionsparagrafen passiert. Im letzten Jahr sind 790.000 Menschen sanktioniert worden, darunter 120.000 Menschen komplett, also die haben keinerlei Leistung bekommen. Und wir erleben, dass viele dieser Sanktionen extremst fehlerhaft waren, ja sogar rechtswidrig waren, weil 2/3 aller Klagen vor Sozialgerichten Recht bekommen haben. Und ich finde, wenn wir über das Existenzminimum reden, dann darf man nicht riskieren, dass jemand darunter sagt, dass jemand in wirkliche Existenznot kommt. Das bekommt der gesamten Gesellschaft nicht. Das ist übrigens nicht nur ein Problem für Erwerbslose, sondern wir erleben im Zuge von Hartz IV, dass ein Sanktionssystem auch die Lebenssituation von Beschäftigten deutlich verschlechtert. Das ist offiziell bestätigt durch eine Studie der IAB, dass im Zuge von Hartz IV die Bereitschaft, ungesunde Arbeitszeiten, niedrigere Löhne in Kauf zu nehmen, deutlich zugenommen hat. Und das ist wieder auch eine ganz alte Geschichte. Je schlimmer die Situation von Erwerbslosen, desto eher sind diejenigen, die einen Arbeitsplatz haben, erpressbar. Umso
heimtückischer finde ich es, wenn man jetzt die Facharbeiterin, die Sie angeführt haben, ausspielt gegen die Erwerbslose. Weil Sie erwecken ja den Eindruck, dass wenn es den Erwerbslosen noch schlechter ginge, hätte die auch nur einen Cent mehr in der Tasche. Das ist überhaupt nicht der Fall. Die Realität, die Empirie spricht eine andere Sprache. Das Lohngefüge sackt nach unten in dem Maße, mit etwas Zeitverzögerung, in dem Maße, wie die Sozialleistungen nach unten sanken. Deswegen sagen wir, der Kampf um gute Arbeit und der Kampf um ein würdevolles Leben, auch für Menschen, die auf dem Arbeitsmarkt keinen Erfolg haben, gehören untrennbar zusammen.